Hallo und herzlich willkommen im tatsächlich ganz speziellen Wald. Also man kann es hinter mir schon erahnen. Irgendwas ist hier besonders und zwar, um mal den guten Legolas zu zitieren, dieser Wald ist alt. Und zwar wirklich alt. Die ältesten Bäume und der Wald an sich wird mit Sicherheit noch viel älter sein, also als Ökosystem. Aber die ältesten Bäume sind hier etwa 800 Jahre alt, kann man ungefähr grob schätzen. Genau weiß das keiner, aber das ist wirklich realistisch. Wirklich. Ja, einige, viele, die hier rumstehen, alle dickeren, die man hier so finden kann, die dürften sowas um die 400 haben. Und das als Wald sucht seinesgleichen in Europa. Es ist auch tatsächlich ein Wald, der absolut seinesgleichen in Europa sucht. Wir haben hier nämlich den höchsten Arvenwald, höchsten zusammenhängenden, als Ökosystem so intakten Arvenwald Europas. Und zwar den Gott de Tamangua. Ich hoffe, ich spreche das korrekt aus. Der befindet sich im hintersten Eck der Schweiz, also eins der hintersten Ecken. Die hat ja viele Ecken, die relativ weit hinten sind. In Graubünden. Das Tal heißt auch Tamangua, kann das sein? Oder jedenfalls im. Naja, oberhalb vom Engadin. Oberhalb vom Engadin. Das Engadin ist ein Tal. Ja. Das Engadin ist ein Tal. Und jawohl, also wirklich wunderschön, toll hier, man kommt hier auch gut her, man kommt hier wirklich auch vergleichsweise gut her, also man kann aus beliebigen deutsch-schweizerischen Grenzen hierher fahren, mit dem Zug, mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dann mit dem Postauto auf nach Schaal, S-Charl geschrieben, kann man sich auch ganz gut entsprechend dann ergoogeln. Und das kriegt man also wirklich auch als Deutscher, kriegt man das hin, hierher zu kommen. Dann kann man in Deutschland nochmal übernachten, früh morgens über die Grenze und dann schafft man das auch. Dann hat man eben hier oben, je nachdem wann man aufgestanden ist, noch durchaus genügend Stündchen Zeit, um eben in diesen Tamangua-Wald zu marschieren. Insbesondere wenn man fit ist, ist man dann schnell da. Und also so ein Stündchen für die ganz, 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 ganz Fitten. Zwei Stündchen für Otto-Normalverbraucher und dann halt drei Stündchen für die nicht so Fitten zurück, geht schneller, da geht's bergab. Ja, und dann ist man eben in diesem wirklich wunderschönen Wald. Wenn ich eine Top-10-Liste meiner Wälder hätte, also Wälder, in denen ich gerne bin, dann wäre dieser hier jetzt aktuell, gerade weil ich wirklich geflasht bin, sozusagen, also wirklich begeistert, der wäre aktuell auf Platz 1. Das ist also ein ganz, ganz wunderbarer Wald. Und was man ja bekanntlich nicht über audiovisuelle Beiträge wie diesen hier teilen kann, ist Geruch. Und Geruch ist in vielen Fällen bei Outdoor-Themen, wenn man nämlich eine Weile unterwegs ist und dann eine schlechte Sache. Aber hier in diesem Wald ist ein wirklich unglaublicher Duft, eine ganz interessante, eine ganz tolle Luft. Das ist auch kein Zufall, weshalb Arvenwälder selten sind. Das hängt nämlich mit genau diesem Faktor zusammen, nämlich wird die Arve viel genutzt oder wurde viel genutzt. Inzwischen ist es sehr schwierig, an, sage ich jetzt mal, nachhaltiges Arvenholz ranzukommen. Sehr schwierig geworden. Das, was es gibt, reicht dann meistens also in bezahlbaren Dimensionen für irgendwelche lustigen Herzchen, Bäumchen, Klötzchen, Schälchen, Töpfchen, die man sich zum Beispiel in den Kleiderschrank hängen kann, um durch den Geruch des Holzes Motten abzuschrecken. Soll funktionieren. Bisher klappt es auch ganz gut. Bei uns hängt das inzwischen in so ziemlich fast jedem Kleiderschrank. Und das Holz duftet noch hunderte von Jahren. Man weiß nicht genau wie viele, 200, 300 sicher, nachdem man es irgendwo eingebaut hat. Und das führt eben dazu, zur großen Beliebtheit des Holzes, dass man damit auch ganze Stuben einkleiden kann. Die berühmten Arvenstuben wird man in Graubünden auf jeden Fall mal zu sehen kriegen, wenn man da entsprechend ein bisschen gehobenere Preisklasse oder in sehr guten Jugendherbergen übernachtet. Da haben sie teilweise auch Abendstufen, wo man drin man schlafen kann. Und dieser Geruch ist wirklich sensationell und es wird eben diesen ätherischen Ölen nachgesagt, dass sie schlaffördernd seien und man da ganz besonders gut schlafen könne in eben solchen Arvenstuben. Ich bin ja kein Esoteriker, aber ich habe schon das Gefühl, dass da was dran sein könnte. Also wir haben hervorragend geschlafen, wenn wir mal in sowas waren. Ja, zurück zu diesem Wald. Also das ist ein ganz, ganz spezielles Ökosystem. Es ist eigentlich auch ein durchaus flächenmäßig relevantes Ökosystem der Zentralalpen. Kurz zur Erinnerung.
Alpengeografie ganz, ganz grob. Es gibt in der Mitte einen Streifen Zentralalpen. Es gibt vorgelagert einen Streifen Nordalpen, Kalkalpen. Und es gibt unten drunter, unter den Zentralalpen, nochmal einen Streifen Südkalkalpen. Das sind die drei wesentlichen Biotoptypen, die in den Alpen eine Rolle spielen. Die nördlichen Kalkalpen haben wir in Deutschland selber. Die bayerischen Alpen bestehen nur aus den nördlichen Kalkalpen. Da werden wir also kein anderes alpines Ökosystem, Großökosystem finden, und in denen kommt die Arve, wenn überhaupt, nur mal ganz vereinzelt vor. Und ja, es soll wohl schon welche gegeben haben, dass man da welche gefunden hätte. So gesehen kann man möglicherweise sagen, sie sei eine heimische Baumart. Für uns Deutsche jetzt gesehen, für die Schweizer ist sie es definitiv. Und ja, da kann man sich aber ganz trefflich drüber streiten. So, in den Zentralalpen, in den südlichen Kalkalpen übrigens gibt es auch wieder keine Arve, da wird es dann relativ warm. Da sind auch die Baumgrenzenarten ganz andere. Zum Beispiel die Edelkastanie, also die Esskastanie, Mahoni-Kastanie, ist da zum Beispiel eine ganz ausgesprochene Gebirgsbaumart, die man, ja, das stellt man sich gar nicht vor. Die steht bei uns, wenn sie überhaupt irgendwo steht, dann immer relativ weit unten, weil sonst wird es schnell zu kalt. Und ja, also eine ganz spannende Sache. So, in den Zentralalpen jedenfalls ist die Abfolge der Baumarten, wenn man von Tal nach oben steigt, zunächst mal tatsächlich wieder die Fichte. Die gehört hierher, die wächst hier prima, und man muss sagen, Tal, also jetzt zum Beispiel das Engadin, das ist, glaube ich, selten niedriger als 1000 Meter. Gibt es da überhaupt eine Stelle, die niedriger als 1000 Meter ist? Nee. Frau schüttelt den Kopf. Ja, also das ist nochmal eine ganz andere Nummer von Tal. Und in Deutschland sagt man Fichte so ab 800 bis 1200, 1600. Es gibt auch fast Waldgrenzenfichten, und danach kommt dann halt eben noch die Latschenzone, sprich mit der Latschenkiefer. Die Latschenkiefer gibt es hier auch, die Fichte gibt es hier eben auch, aber sie bleibt doch vergleichsweise weiter drunter unten, weil eben nach der Fichtenwaldzone hier noch diverse andere Waldzonen kommen. Die normale Waldkiefer ist immer mal wieder beteiligt, wenn es besonders trocken wird. Also Pinus sylvestris, die kennen wir, die haben wir auch. Allerdings in ein bisschen anderen Varietäten. Die sind zwar noch mit unserer Waldkiefer kreuzbar, die hier stehen, sind aber schon vom Wuchs her deutlich auffällig anders aussehend. Man spricht auch von der Spirke. Das ist eben die Bergform der Kiefer. Pinus sylvestris hat, je nachdem wo sie steht, teilweise ganz unterschiedliche Morphologie entwickelt, ist eine hoch anpassungsfähige, unglaublich spannende Baumart. Aber hier oben taucht sie dann auch nur noch in Krüppel- bzw. in Latschenform auf. Zusammen mit erstens mal Pinus sylvestris eben als Krüppelform und Pinus mugo, also der echten Latschenkiefer, die nur eben entsprechend eben als Gestrüpp, als kriechender Strauchlandschaft wächst und dann auch eben gerne mal noch oberhalb der eigentlichen Waldgrenze als Krummholzzone zu finden ist und dann das letzte Gehölz oft nach oben hin darstellt. Heißt, wenn es keine Krummholzzone mehr gibt, dann gibt es auch keine Gehölze mehr. Bestenfalls vielleicht noch so ein ganz kleines bisschen Rhododendron, noch ein kleines bisschen weiter hoch. Der wird aber nicht mehr so hoch, dass er irgendwelche krautigen Pflanzen überwachsen würde, jedenfalls nicht mehr in der Höhe. Und dann ist auch Schluss. So, konkret hier, wo wir hocken, ist die Waldgrenze bei ungefähr 2200 Höhenmetern erreicht. Und also Meter über Meer. Ne? Wir sind hier gerade auf schätzungsweise 2000, ja, ich hätte es 2050 gesagt, aber wenn Frau sagt 2000, ich darf die 50 behalten, gut. Ja, das heißt, wenn wir jetzt da hinten den Berg noch ein bisschen weiter hochsteigen würden, hier kriegt ihr immer wieder Bildmaterial noch eingeblendet, während ich hier quatsche, dann würden wir auch an die Waldgrenze kommen. Allerdings ist das hier so ein derartig unberührtes und seltenes Stück Urnatur, dass ich 3 Meter neben dem Weg hier hocke und auch nicht vorhabe, hier weiter reinzulaufen. Es ist nicht mal verboten, ausdrücklich, aber empfohlen, sage ich jetzt mal. 2140 sogar. 2140 Meter sogar, wow. Der Tannenburg geht bis 2300 hoch. Das 2300 ist okay. 2300 ist dann die Maximalhöhengrenze, nicht 2,2. Und das ist tatsächlich damit auch, sagt man zumindest, Europas höchster, geschlossener, zumindest als Bestand, als Ökosystemtyp, vorherrschender Avenwald. So. Jetzt haben wir da viel Generelles zu erzählt. Jetzt müssen wir ein bisschen auf die Ökologie von so einem Avenwald eben auch eingehen. Der ist der Klimaxwald
der Zentralalpen, der hohen Zentralalpen. Also vor der Waldgrenze, der Kampfzone, gibt es eben einen Wald, der sehr lange hält, viele, viele Jahrhunderte, sehr stabil ist. Und daher spricht man da auch eben von Klimaxwald, weil er die meiste Zeit der Zeit dominiert. Ja? Also innerhalb der Zeit die meiste Zeit sozusagen. 800 Jährchen ist ja nun auch nicht gerade wenig und man darf davon ausgehen, dass der auch noch erheblich länger hier ist, nur eben keine einzelnen Bäume ein noch höheres Alter erreicht haben. Es ist ja auch nun mal eine raue Gegend, hier gibt es Sturm, hier gibt es Schneesturm, hier gibt es Eis, hier gibt es aber auch durchaus sehr große Trockenheit in manchen Sommern und mit all diesen Bedingungen muss so eine Ave wunderbar zurechtkommen und zwar wirklich top zurechtkommen, sonst würde die hier niemals 800 werden und das ist also auch eine ihrer herausragenden Eigenschaften. Dieser Baum ist, wenn er dann mal gewachsen ist, dann ist der wahnsinnig zäh, vielleicht mit das zäheste, was wir an europäischen Baumarten überhaupt haben. Also jedenfalls die größten klimatischen Extreme, die Bäume überhaupt überstehen können, macht hier die Ave mit. Ja, es ist eine Kiefer, also ähnlich wie unsere Kiefer, die wir auch eben in Situationen kennen, wie sie auf einem einzelnen Felsen steht und das seit Jahrhunderten, obwohl sie da im Grunde überhaupt kein Wasser abbekommt. Ähnliche Extremleistungen, wenn auch anderer Art, kann auch die Ave vollbringen. Vor allen Dingen ist sie, da streiten sich jetzt auch die Gelehrten, ob es die Lerche ist oder eben die Ave, aber sie ist mindestens im großen Finale um das Rennen des kälteresistentesten Baums. Wir wissen, dass sie minus 40 Grad problemlos wegsteckt und dafür muss sie noch nicht mal ihre Nadeln abwerfen. Die Lerche kann wahrscheinlich noch tiefere Temperaturen relativ einfach ertragen, muss dafür aber ihre Nadeln abwerfen. Das macht sie sowieso jeden Winter. Also wer das vielleicht noch nicht wusste, Lerche ist der eine wechselgrüne Laubbaum, den wir in Europa haben. Nadelbaum. Habe ich Laubbaum gesagt? Ja. Oh, Nadelbaum. Und hat eben diese Besonderheit deswegen entwickelt, weil sie tendenziell in der Höhenstufung noch oberhalb der Ave steht. Ja? Also wenn die Ave hier bis 2300 Meter oder 2400 sogar hochgeht, dann sind das Maximalwerte, wo mal eine Ave stehen kann. Man muss sich das nämlich jetzt folgendermaßen vorstellen und dazu hätte ich auch noch ein paar Bilder anzubieten. So eine Waldgrenze, eine natürliche Waldgrenze, die wir hier auch überall mal sehen können, noch ein Grund hierher zu kommen. Ja? Also wer noch nie eine natürliche Waldgrenze gesehen hat, Höhenwaldgrenze, das ist einfach toll. Also absolut faszinierender Anblick haben wir in den Bayerischen Alpen so gut wie nirgends. Da gibt es so ein ganz, 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 ganz paar Fleckchen, wo man eventuell vielleicht vermuten könnte, dass das eine ist. Und dann liegt es aber meistens auch noch an der Exponiertheit des Felsens, dass dadurch die Waldgrenze zustande kommt und einfach nicht durch die schiere Meereshöhe. Ja? Wie dem auch sei, an dieser Waldgrenze, die eben nicht mit dem Lineal gezogen ist, nicht die natürliche, die künstliche, die anthropogene, die schon, weil die entsteht einfach dadurch, dass du bis zu einer gewissen Höhe eben am Hang den Wald hast. Drüber ist die Alm, würde man in Deutschland sagen, in der Schweiz sind es Alpen. Plural, korrekt? Und, also Singular, die Alp. Pe? Alp. Alp. Das ist deswegen mit dem Lineal gezogen, solche Waldgrenzen, weil oben das Vieh einfach grast und das Grundstück irgendwo eine Grenze hat und menschliche Grenzen haben eine gewisse Eigenschaft, nämlich sie sind gerade oder zumindest fast und haben selten jetzt, also meistens sind sie sogar rechteckig und mit dem Lineal wirklich ziehbar und so weiter. Und damit ist ganz klar, wo darf die Kuh weiden und wo nicht und dadurch entstehen dann diese unnatürlichen Waldgrenzen. So und eine natürliche Waldgrenze im Vergleich dazu, die ist eben massiv dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht eine Linie im Gelände ist. In den ganz seltenen Fällen kommt das mal vor, aber keine Höhenwaldgrenze zumindest. Sondern schön ausgefranst. Da hat man dann also auch durchaus mal einen Murengang, der da runterkommt, der dann mal ein ganzes Loch reinreißt, einen ganzen Streifen Wald wegreißt. Dann gibt es Bereiche, wo lange, lange Zeit nichts passiert ist, die gerade besonders stabil sind aufgrund der aktuellen Struktur des Hangs, aufgrund der aktuellen Morphologie des Gipfels, der sich drüber befindet. So ein Gipfel ist ja auch nicht starr, da bricht ja auch immer mal wieder Fels weg und der erodiert die ganze Zeit runter. Das sind zwar nur wenige Zentimeter in 100 Jahren, aber trotzdem erodiert er nach und nach runter und das verändert langsam die Gestalt. Und jetzt reden wir hier eben auch von einem Wald, der 800 Jahre alte Bäume hat. Das heißt, da sind wenige Zentimeter in 100 Jahren, das erleben die hier. Die erleben auch viele Zentimeter in 800 Jahren. Also da sind schon wirklich, wirklich Veränderungen im Boden, in der Morphologie,
Morphologie der Landschaft können die Bäume hier echt noch mitmachen und sind in der Lage, das zu überlegen, sind angepasst und deswegen sehen sie dann halt eben auch so aus, wie das, was man jetzt die ganze Zeit hier hinter mir sehen kann. Unglaublich knorrige, wunderschöne Strukturen uriger Art und ja, ich weiß, ich bin Wissenschaftler und darf da nichts von Emotionen und Ähnlichem erzählen, aber man fühlt einfach, wie alt dieser Wald hier ist. Ja, das kann man wirklich spüren. Oh, jetzt kommt die Sonne raus. Sehr angenehm. Ich bin gerade ein bisschen kühl, ne? Auf 2160. Ha! ich bin auch nicht so oft so hoch, deswegen freut mich das ein wenig. Nicht, dass wir jetzt den ganzen Weg hochgelaufen werden, aber... Gut, eben innerhalb dieser Kampfzone, die sich Waldgrenze schimpft, da ist es ganz, ganz wichtig, dass eben durch diese kleinräumigen Veränderungen, die wir schon angesprochen haben, wie mal ein Murengang, mal eine Lawine selbstverständlich auch, extrem schneereiche, extrem trockene Situationen, dass da oben dann auch ganz schnell der Boden mal sehr, sehr stark austrocknen kann, weil da ist nicht viel Boden vorhanden und da knallt die Sonne ja auch mit unverminderter Intensität drauf und dass man sich hier oben in den Bergen schnell einen Sonnenbrand holt, ist klar. Auch das müssen Pflanzen erstmal in der Lage sein zu überleben. UV-Strahlung ist so ziemlich für jedes lebende Gewebe tödlich, auch für Pflanzen. Das heißt, man braucht eine dicke, knorrige, spezielle Rinde, um eben diese enorme UV-Intensität überleben zu können. Und auch die Nadeln bzw. die photosynthetisch aktive Biomasse muss auch in der Lage da sein, das hinzukriegen. Zum Vergleich, eine Ahvennadel wird so durchschnittlich 14 Jahre am Baum bleiben. Die hat also eine durchschnittliche Lebenserwartung von 14 Jahren. Unsere Fichte, die hat schon eine relativ hohe, hat nur 7 Jahre. Das ist also einfach mal doppelt so lang. Trotz der extrem hohen UV-Einstrahlung, die hier im Sommer stattfindet. Gut, der Sommer ist nicht besonders lang, das kommt natürlich nochmal als positiver Effekt dazu, aber einfach nur zur Dauerhaftigkeit, zur Resistenz, zur Ruppigkeit dieser großartigen Baumart Ahve. Durch solche Ereignisse wird die Waldgrenze immer mal wieder zurückgedrängt und jetzt ist unsere Ahve allerdings trotz all ihrer hervorstechenden Eigenschaften nicht in der Lage, von sich oberhalb der Baumgrenze jetzt nochmal zu keimen, also oberhalb der aktuellen Baumgrenze. Die physikalische Baumgrenze, also die Maximalhöhe für Baumwachstum, wo dann wirklich irgendwann Schluss ist, das liegt übrigens an der Bodentemperatur. Wenn die Bodentemperatur eine bestimmte Zahl von Tagen, weiß ich gerade nicht auswendig, unter 4 Grad fällt, dann ist Baumwachstum langfristig nicht mehr möglich. Dann gehen sie da ein. Und diese Grenze richtet sich eben je nach aktueller Temperatur, die Durchschnittstemperatur in den Alpen, die gerade vorliegt, das heißt, die steigt derzeit, ja. Aber nichtsdestotrotz, die aktuelle Grenze, an der eine bestimmte Zahl von Tagen, die 4 Grad Bodentemperatur nicht überschritten werden, da ist kein Baumwachstum in dem Sinne mehr möglich. Beziehungsweise vor allen Dingen kein Waldwachstum. Sträucher gehen gewissermaßen unter Umständen noch. Aber ein richtiger Wald, wo die Bäume dann auch in Baumform dastehen, da ist dann Schluss. Die Baumgrenze, also Wald- und Baumgrenze müssen wir auch unterschiedlich wahrnehmen. Ne? Also Baumgrenze ist klar, da gibt es kein Gehölz mehr oberhalb. Waldgrenze, da gibt es keine geschlossenen Wälder, die diese Bezeichnung verdient haben, mehr oberhalb. Und auch die ist eben durch die Bodentemperatur und die Anzahl der Tage, die Bodentemperatur über 4 oder 5 Grad, könnten es auch gewesen sein, liegt. So, jetzt, wie kommt unsere Ahve also wieder nach oben, nachdem sie oben irgendwann mal weggebrochen ist durch Altersschwäche? Und warum sind da oben keine Samen übrig geblieben, wenn da vor kurzem noch eine Ahve gewesen ist? Es gibt zwei unterschiedliche Phasen, in denen ein Baum überleben kann. Phase 1 ist das schiere Überleben. Ein alter Baum, der sich etabliert hat und die Lebensbedingungen werden nun schlechter, ist oft in der Lage, das bis zu seinem natürlichen Lebensende noch zu überleben. Das kann noch viele hundert Jahre dauern. Und nehmen wir mal an, es wäre jetzt vor 500 Jahren noch bedeutend wärmer gewesen als heute und jetzt wäre es kälter. Das ist natürlich nicht der Fall, aber dann wäre es denkbar, dass zum Beispiel eine einzelne Ahve, die eben unter diesen Bedingungen vor 500 Jahren gekeimt ist, 100 Meter höher gekeimt ist, als wir heute die eigentliche Waldgrenze ansetzen würden. Und die steht da heute noch da, weil sie halt locker mal eben 800 Jahre alt werden kann. Aber die steht da zwar noch da, aber was sie da nicht mehr kann an diesem Ort, ist sich
reproduzieren, weil die Bedingungen fürs Keimen, also sprich für das Aufkommen von jungen Bäumen, die sind schon jetzt zu schlecht. Und ein junger Baum muss ja erstmal sämtliche Wachstumsphasen durchmachen, bis er überhaupt als unverwüstlicher Riese dann in der Landschaft steht und kaum noch klein zu kriegen ist. Und das funktioniert nicht mehr. Und deswegen nennt man das auch die Kampfzone, weil die eben oft dominiert wird durch einzelne deutlich höher stehende Bäume als eben andere, die da zwar noch stehen und auch noch am Leben sind, aber die Reproduktion klappt so nicht mehr. Damit sich dann aber doch noch da oben ein richtiger Wald bilden kann, wirklich kurz vor der physikalischen Waldgrenze, ist es dann notwendig, dass eben viele Bäume langsam zusammenkommen, um dann wieder im Verband von Bäumen ein Bestandesklima aufzubauen, das sie erstens mal eben vor Wetterextremen schützt, zweitens vor großer Hitze, die kleine Bäume austrocknen und mit UV-Strahlung schaden könnte, schützt und drittens auch vor riesiger Hitze, weil die Baumkronen ja auch ein bisschen als Bettdecke dienen, Kälte natürlich, Entschuldigung, die Baumkronen dann eben auch als Decke fungieren können, wie eine Bettdecke und dafür sorgen, dass zumindest die größten Temperaturextreme ein bisschen abgemildert werden, was wiederum fürs Keimen von Jungpflanzen wichtig ist. Heißt, ist noch ein Wald da, kann sich der auch verjüngen. Bricht mal der ganze Wald weg, dann kann es viele hundert Jahre dauern, bis da an dieser Stelle wieder ein Wald wachsen kann, weil erst genügend Jungpflanzen gleichzeitig unter besonders guten Bedingungen da mal gekeimt sein müssen. So, und das schafft die Ave nicht allein. Die schafft es also nicht, nachdem sie mal weggebrochen ist, Lawine zum Beispiel, kommt die auf die Fläche nicht mehr zurück. Jedenfalls nicht, solange sie dann nicht schon bereits Waldbedingungen vorfindet, um besser wachsen zu können. Das heißt, irgendein Wald muss oberhalb des Avenwalds noch vorhanden sein, damit die Ave drunter kommen kann und dann von unten langsam hochwachsen und diesen Wald übernehmen kann. So, und da kommen wir nun auf unsere Larix decidua zu sprechen, die europäische Lärche. Das ist nämlich ihr natürlicher Lebensraum. Ja, wir haben die auch in Deutschland überall rumstehen. Das ist in Anbetracht dessen, wo sie herkommt, relativer Blödsinn. Natürlich kann sie bei uns auch wachsen und macht bei uns auch gutes Holz und man darf die schon mal anbauen. Das ist jetzt nicht so, dass das ganz schlimm wäre, aber nur rein von der ökologischen Herkunft dieser Baumart her ist es relativ lustig, dass wir auf die Idee gekommen sind, die bei uns ins Flachland zu stellen. Denn die Lärche ist eben als Pionierbaumart, die Ave ist eine Klimaxbaumart, also man kann das vergleichen mit Birke zu Buche. Ja, das habe ich schon ganz oft erklärt, das mache ich jetzt nicht nochmal. Aber die Lärche ist eben in diesem Lärchen-Arven-Waldverbund, der noch von vielen anderen Lebewesen maßgeblich geprägt, das kommen wir gleich noch zu einem weiteren Beispiel, ist die Lärche die zuerst kommt. Die kann auch aufgrund ihrer flugfähigen Samen auch problemlos über die Waldgrenze hinausgeweht werden, weit oberhalb der Waldgrenze auf dem Boden ankommen und sollten an dieser Stelle dann per Zufall jetzt gerade doch sehr gute Wachstumsbedingungen für Bäume herrschen. Ja, oder was heißt sehr gute? Ausreichend gute, dass es gerade so geht. Besseres gibt's da nicht. Das ist also schon sehr gut. Dann kann da die Lärche eben entsprechend keimen, kann zu einem einigermaßen großen Baum werden und kann da auch einen ganzen Lärchenbestand ausbilden, weil sie eben nicht so ein großes Problem mit der Verjüngung hat. Sie kommt mit Freistand gut zurecht, sie kommt mit viel Licht gut zurecht, sie hat kein Problem mit UV-Strahlung und sie hält auch vor allen Dingen als junge Pflanze auch bereits sehr extreme Niedrigtemperaturen, also minus 40 und solche Späße, ganz gut aus, weil sie einfach über den Winter ihre Nadeln abwirft. Das heißt, die Nadeln können nicht erfrieren und die hat also damit einen großen Schutzvorteil sozusagen, die gute Lärche. Allerdings, das erkauft sie sich, all diese wirklich auch wieder hervorragenden Eigenschaften, dadurch, dass sie nicht konkurrenzkräftig ist. Soll heißen, wenn eine andere Baumart, die muss gar nicht schneller wachsen als die Lärche, weniger Licht benötigt, dann kann die langfristig unter den sehr lichten Kronen, die viel Licht auf dem Waldboden durchlassen, beziehungsweise auf den noch sich entwickelnden Waldboden durchlassen, da kann drunter die Zirbe, beziehungsweise die Ave, Zirbe wäre übrigens auch noch ein Begriff, der häufig genannt wird, ja? Also in der Schweiz sagt man Ave, wir Deutschen würden eher von der Zirbe sprechen, Pinus zembra wäre dann auch schlau, dann weiß man auf jeden Fall, was gemeint ist.
So, die kann eben unter den Lärchen dann hochwachsen, wenn sie dann da irgendwie hingekommen ist. Das ist noch ein wesentlicher Knackpunkt, kommt gleich. Und übernimmt dann im Laufe von so etwa 300 bis 500 Jahren dann tatsächlich den Wald. Hat dann eben kurz, nachdem sie das frisch übernommen hat, auch noch gute Wachstumsbedingungen. Und solange der Wald jetzt geschlossen bleibt und nicht die nächste Lawine, der nächste Sturm, ein riesen Loch reinreißt an der Waldgrenze, ja, so lange kann dann an dieser Stelle auch eben durch das schiere Runterfallen von Narvensamen, die sind relativ groß und schwer, ich blende euch mal ein Bild ein, kann dann recht gut da auch eben die Verjüngung aus dem Arvenwald heraus erfolgen. Für die nächsten, ja, man weiß nicht, wie lange so ein Arvenwaldzyklus wirklich dauert. 1500 Jahre, ist bestimmt vorstellbar. In manchen Fällen eben auch deutlich weniger. Wie gesagt, wenn die Lawine kommt, man weiß nicht, wann die Lawine kommt. Die kann nach 100 Jahren kommen, die kann nach 10 Jahren kommen, dann ist das ganze Ding gescheitert. Ja, die kann aber auch erst nach 1000 Jahren an dieser Stelle wieder in größere Intensität kommen. Denn wir müssen ja auch klar machen, große Lawinen kann es auf der Höhe fast nicht geben. Denn es muss ja ein schneereicher Hang sein, ohne dass Bäume draufstehen, von dem überhaupt ein Schneebrett abgehen kann und dann in die Bäume reinkracht und da Schaden anrichtet. So, und da so ein Berg irgendwann auch mal zu Ende ist und unser Arvenwald bis 2400 Meter hoch reicht, so viel Berg ist da gar nicht mehr. Das heißt, so viel Fläche, wo eine große Menge Schnee runterrutschen könnte, ist auch nicht vorhanden. Und wenn es nur eine kleine Mini-Lawine, ein kleines Schneebrett von meinetwegen 200 Metern Länge ist, und das kracht in unseren super robusten Arvenwald. Da macht die Arve Hapü, schüttelt einmal die Nadeln und dann ist die Lawine vorbei. Ja, also so ist es nicht, dass das da... Deswegen ist das so ein wahnsinnig faszinierendes Ökosystem. So, jetzt müssen wir noch eine ganz, ganz wesentliche... Ja, man hört ihn im Hintergrund, hört ihr wahrscheinlich nicht mit dem Mikro, so doll ist es dann auch nicht. Aber ich höre ihn. Jetzt müssen wir noch auf einen ganz wesentlichen Faktor, warum dieses ganze System überhaupt nur funktionieren kann, eingehen. Ohne ihn wäre es unmöglich, der da im Hintergrund schreit, nämlich der Tannenherr. Das ist vielleicht einer der prächtigsten und faszinierendsten Vögel, die ich persönlich kenne. Da darf man auch gerne individuelle Vorlieben selbstverständlich haben. Der Tannenherr ist ein naher Verwandter vom Eichelherr, fliegt hier rum, heißt eigentlich zu Unrecht Tannenherr, Avenherr müsste man ihn nennen oder von mir aus Zirbenherr, völlig egal, Hauptsache irgendwie nach dieser Baumart und nicht nach der Tanne. Weil wenn man mit der Tanne, unsere Weißtanne, die auch in den Alpen sehr wohl eben vorkommt, aber dann relativ weit unten, bis 800 Meter ungefähr, beziehungsweise in den Zentralalpen schon noch mal ein Stückchen höher, dann mag es sie auch mal bis 1000 Meter ungefähr geben, wobei ich gar nicht weiß, in den Alpen ist Tanne gar nicht so, in Zentralalpen ist sie gar nicht so häufig vertreten. Das müsste ich mir jetzt ehrlich gesagt noch mal nachlesen. Naja, wie dem auch sei, jedenfalls der Arvenherr, der Tannenherr heißt, ist ein naher Verwandter vom Eichelherr. Wie ihr vielleicht wisst, der Eichelherr hat die wunderbare Eigenschaft, dass er bis zu 10 Eicheln, glaube ich, in seinem Kehlsack transportieren kann. Das heißt, er schluckt Eicheln, kriegt dann immer mehr so einen Kropf unterm Schnabel und hat da dann so einen richtigen Beutel, wo er ordentlich Eicheln sammeln kann. Oder ich glaube bis 7, ich weiß es nicht. Aber eine Eichel ist ja durchaus groß und das ist jetzt kein so riesiger Vogel. Er ist nicht klein, aber auch nicht, keine Ahnung, ein Vogelstrauß oder sowas. So, und damit fliegt er weg und versteckt die irgendwo als Vorrat für den Winter. Und genau die gleiche Eigenschaft hat eben auch der Tannenherr. Auch der hat einen Kehlsack, ist halt viel kälteresistenter, fliegt also auch hier oben noch rum, ist in manchen Fällen sogar ein Standvogel. Es gibt auch welche, die fliegen lieber weg. Denen wird es dann ein bisschen zu kalt. Aber die allermeisten von denen sind Standvögel. Und das heißt, die müssen hier irgendwie durch den Winter kommen. Und deswegen sammeln sie eben Arvensamen bzw. Zirbelnüsse, wie man sie auch gerne nennt. Davon können sie bis zu, ich glaube sogar 30, 40 Stück in ihrem Kehlsack verstauen für einen Flug. Das ist dann ein etwas langsamerer und mühsamer Flug vielleicht, aber die kriegen da ordentlich was transportiert. Die holen die einfach mittels Gepicke aus dem Zapfen und dann haben sie die und dann schlucken die runter und verstecken sie irgendwo. So. Das ist jetzt soweit zwar auch schon durchaus spannend und durchaus clever und man kann sich jetzt auch gleich schon ausrechnen, ja klar, wenn der die irgendwo versteckt, versteckt er die zum Teil natürlich auch im Lärchenwald oberhalb vom Arvenwald. Da fliegt er ja auch hin und guckt mal, ob er da nicht noch irgendwas Interessantes zu futtern findet, weil der frisst nicht nur Arvensamen, sondern eben alles, was sonst noch so verfügbar ist hier in der Region, was ihm möglicherweise schmecken könnte. Soweit so klar. Aber das Spannende ist ja, jetzt muss man sich überlegen, das sind Vorräte für den Winter.
Wie sieht's denn hier im Winter aus? Sieht man da noch den Ast, auf dem ich sitze? Bestimmt nicht. Sieht man da hinten von diesem Baum? Naja, man sieht vielleicht noch, dass es dieser Baum ist und dass der noch da ist. Aber ein Meter Schnee ist hier gar nichts. Gar nichts. So, und jetzt kann der der Tannenherr ja logischerweise Dinge nur am Boden verstecken oder bestenfalls noch auf irgendeinem Baumstamm oder sonst wie. Dann werden sie aber halt nicht besonders gut versteckt, wenn du die einfach auf den Baumstamm drauflegst. Heißt, es ist keine Möglichkeit für ihn da, Zeug zu verstecken, ohne dass das später zuschneit. So, was tut man also, wenn man eben damit rechnen muss, dass die tollen Verstecke, die man angelegt hat, später zuschneien? Man nutzt Vogelnavigation. Und zwar wie das genau funktioniert, wissen wir nicht, aber der Tannenherr ist in der Lage, die exakte Position mit Höhe, Breite, in dreidimensionalen Koordinatensystem, exakt die Position seiner Verstecke bei sich im Kopf abzuspeichern. Und zwar so gut, dass er dann auch später, wenn er wiederkommt, wenn die Landschaft völlig anders aussieht im Winter und du keinerlei Möglichkeiten hättest, selbst mit unserem Gehirn, und das ist ja ehrlich gesagt schon nicht das Schlechteste im Tierreich, wir hätten keine Option, jemals auch nur einen Bruchteil unserer Verstecke wiederzufinden, weil die Landschaft unter einem Meter Schnee so vollständig anders aussieht. Keine Chance. Diese Anpassung haben wir einfach nicht. Aber der Tannenherr weiß exakt, wo genau unter der Schneedecke sein Versteck ist, weil er sich das eben in seinem Vogel-GPS oder wie auch immer man das nennen möchte, exakt abspeichern kann. Und das ist jetzt auch schon sehr beeindruckend, aber das wird noch besser. Denn wie kommt er da jetzt dran? Man könnte jetzt meinen, ja gut, dann scharrt er sich halt langsam mit den Füßen im Schnee so weit runter, bis er halt angekommen ist. Das wäre aber eine Mordsarbeit und würde auch richtig, richtig lange dauern. Und um durch den Winter zu kommen, braucht er regelmäßig energiereiches Futter. So ein Affenzapfen, hervorragend. Der besteht zu ca. 60% aus Fett, zu fast 15% aus Eiweiß. Das ist sensationell für Pflanzen. Und der Rest sind Kohlenhydrate. Also hochenergetische Nahrung, Vitamine, Mineralstoffe, all so ein Zeug, alles drin. Also wirklich tipptopp. Ich benutze diesen Begriff höchst ungern. Aber wenn es irgendein Superfood überhaupt gibt, dann sind Affenzapfen schon, Affensamen, relativ weit vorne dabei. In der Liste der wirklich ausgesprochen nährstoffreichen Pflanzenteile, die man so essen könnte. Also auch für uns sind die absolut essbar und hochgradig nahrhaft und sicherlich auch außerordentlich gesund. Man kann sie halt nicht bezahlen in größeren Mengen. In Pesto Genovese, also dieses Basilikum-Pesto, da sind die traditionell. Oder sind es Pinienkerne? Das sind Pinienkerne. Ich habe auch schon welches mit Zirbelnüssen gesehen. Ja, okay, es sind Pinienkerne, stimmt. Egal, jedenfalls kann man auch so knabbern, was ganz toll ist. So, nochmal, wie kommt jetzt unser Tannenherr da eben entsprechend dran? Naja, ganz einfach, er fliegt im Sturzflug von der Seite in den Schneehaufen, nimmt dann Torpedoform an und bohrt sich dann da einfach rein, wirklich wie ein Torpedo in den Schnee. Wenn er es nicht ganz bis zu seinem Versteck schafft, nimmt er dann die Flügel zur Hilfe und schwimmt sozusagen durch den Schnee nach vorne, ist dann schnell an seinem Versteck, kann sich da seinen Kehlsack wieder voll machen für später und auf dem Gleis dreht um und schwimmt mit den Flügeln entsprechend wieder raus. Also es gibt ganz wenig Bildmaterial, vielleicht gibt es inzwischen was auf YouTube, wo man das mal zumindest in Ansätzen sehen kann, aber das ist unglaublich faszinierend, also wirklich ein irre faszinierender Vogel. Ich finde ja bei der Vogelnavigation ja auch schon toll, dass die nach sonst wo fliegen können und exakt wieder zurückfinden. Wir haben einen prominenten Storch, zwei Dörfer weiter, wo ich aufgewachsen bin. Der ist, ich glaube, irgendwie 20.000 Kilometer geflogen nach Afrika, hat sich da gut gehen lassen und ist im gleichen Jahr wieder zurückgeflogen und exakt in dem Dorf wieder rausgekommen und in sein Geburtsnest zurückgekehrt, um eben auf Brautschau zu gehen. Die Eltern brauchen es wohl nicht mehr, warum auch immer. Und hat das exakt punktgenau wiedergefunden. Irre, wirklich irre. Als Jungvogel, als Jungstorch, ja, der hatte die Strecke einmal gemacht, der ist geschlüpft, darunter geflogen und wieder zurück und hat den Weg gefunden. Auch sehr faszinierend. Aber ich persönlich finde, einfach weil's für uns, gut, diese Navi-Leistung mit dem Vogel, der nach Afrika fliegt und so weiter, das könnte ein Mensch auch schaffen. Ne? Wir könnten es eben auch schaffen, aus eigener Orientierung nach sonst wo in Afrika zu wandern. Wir wären natürlich etwas länger unterwegs, weil wir ja nicht fliegen können. Grüezi. Und
aber es wäre zumindest vorstellbar. Die Leistung mit den Nüssen unterm Schnee finden, völlig ausgeschlossen. Völlig, es sind keine Nüsse, es sind Samen. Ja. Nuss wäre ein Begriff, der nur für Laubbäume anzuwenden wäre. Das darf man bei Nadelbäumen botanisch nicht tun. So, ja, also das ist ein wesentlicher Bestandteil, das Mitwirken des Tannenherrs, den man hier auch immer sieht und immer hören kann. Also man kann hier nicht in diesem Wald rumlaufen, ohne mal einen gesehen zu haben, möchte ich jetzt mal behaupten. Jedenfalls nicht, wenn man sich Zeit nimmt und gemütlich hier unterwegs ist. Und dann kann man ihm auch zugucken, während er seine Arbeit tut. Es ist jetzt August, da legt er garantiert schon los, so die ersten Vorräte anzulegen, denn der Winter kommt hier traditionell eben relativ früh. Ab Oktober ist hier durchaus mit dem ersten Schnee mit ziemlicher Sicherheit auf der Höhenlage zu rechnen. Mag Ausnahmen geben, mag Faktoren geben, die in den nächsten Jahren daran vielleicht auch noch was ändern. Aber zumindest als traditioneller Lebensraum ist das hier schon so ein Thema. Muss man sich jetzt übrigens klimawandelbedingt um den letzten großen Ahrenwald und hohen Ahrenwald Europas Sorgen machen? Ich vermute nicht. Das ist eine wirklich derart anpassungsfähig, klimatisch gesehen anpassungsfähige Baumart, dass sie auch Dürreperioden sehr gut übersteht. Mit sei es Dürre, Schnee, Hitze oder sonst was, kriegst du die Ahve eigentlich fast nicht tot. Und selbst wenn es hier mal brennen sollte, die hat auch eine weitgehend brandresistente Borke. Bis die wirklich weggebrannt ist, ist das Material, das am Boden den Brand vor allen Dingen nährt, auch schon weggebrannt. Und dann werden zumindest die oberen Äste der Ahve das Ganze überstanden haben. Und mit den unteren Ästen, ja, es ist schon ein Schaden, aber sie hätte dann eben die Möglichkeit, noch ein paar Zapfen runterzuschmeißen, noch ein paar Samen runterzuschmeißen auf den frischen Boden und kann da ganz wunderbar keimen. Ahven sind auch vollkommen anspruchslos, was die Art des Bodens angeht, Kalk, sauer, mittelmäßig, Ton, völlig egal, ne? Nass, nicht nass, völlig egal. Die kann überall. Ist also eine unglaublich resistente Baumart. Und auch nochmal eine Besonderheit, sie hat quasi keine Schädlinge. Da gibt es so gut wie nichts, was der Ahve was anhaben kann. Dieses unglaublich toll duftende Ahvenharz, diese Intensität und die Menge an Duft- und Aromastoffen, Holzextraktstoffen, die im Holz enthalten sind, ist einfach gigantisch und das schafft kein Pilz. Das kriegt so schnell keiner zersetzt. Auch wenn man sich hier jetzt totes Holz anguckt, was hier so rumliegt, da werde ich hoffentlich auch noch ein paar Fotos zum Einblenden haben. Die Bäume selber sind ja schon uralt. Aber bis sich Ahvenholz selbst in ihrem natürlichen Ökosystem, wo ja sämtliche zersetzenden Bakterien und Pilze, die hier im Boden so aktiv sind, darauf ausgelegt sind, Ahvenholz klein zu kriegen, selbst hier dauert das noch richtig, richtig, richtig lange, bis so ein umgefallener Stamm, deswegen liegt hier auch so viel Totholz rum, was ja gut ist, was wirklich ganz toll ist und zum Zauber dieses Waldes definitiv noch beiträgt. Das dauert ewig. Da kannst du nochmal, also der 800-jährige Ahve, wenn die umfällt, das geht mit mindestens nochmal 200, 300 Jahre, bis der Stamm so weit weg ist, dass man nicht mehr erkennen kann, was das mal gewesen ist. Mindestens. Also sensationell. Wirklich sensationell. Wir wollten hier schon länger mal hin, hat jetzt aber auch endlich mal geklappt. Einmal sind wir im Winter gescheitert und dachten, wir kämen hier im Winter hin. Es war aber ein wirklich sehr, sehr schneereicher Winter. Kommt ja auch mal auf den Winter drauf an. Ne? Und das haben wir nicht ganz geschafft. Da mussten wir vorher notübernachten. Also notübernachten ist jetzt das falsche Wort. Wir waren ja auf Übernachtung eingestellt. Wir hatten auch entsprechendes Equipment dabei. Aber wir mussten weiter unten übernachten und sind nicht bis hierher gekommen und sind dann am nächsten Tag auch wieder zurück, weil einfach der Schnee zu viel wurde. Irgendwann ist der Winter eben stärker als Couch-Potato meinerseits. Ja, ganz wichtige Anmerkung kurz zwischendurch. Und zwar, wir hatten natürlich nicht vor, im Grotte Tamangua zu übernachten, sondern irgendwo oberhalb eben der Baumgrenze, beziehungsweise dann vielleicht halt auch eben gegebenenfalls irgendwo unten im Tal. Wussten wir nicht genau. Aber ganz klar ist, man darf natürlich nicht im Grotte Tamangua übernachten. Beziehungsweise, na, vielleicht würde man sogar noch eventuell dürfen, wenn man nur weit genug hochsteigt, weil man oberhalb der Baumgrenze ja schon bivakieren darf in Graubünden, aber sein lassen, das ist wirklich ein Kleinod von ganz besonderer Schönheit und hat jedes bisschen Schutz, was wir ihm bieten können, verdient und bloß nicht da übernachten und da in irgendeiner Form gegebenenfalls sogar noch Feuer machen und wenn es ein sehr trockener Sommer ist, vielleicht sogar noch was anzünden und auch im Winter sollte man die Tiere, die da wohnen, nicht stören, also sein lassen, ne?
Ich bin ja ein großer Fan von draußen pennen, gar keine Frage, aber vielleicht wirklich nicht an den empfindlichsten letzten Resten der schönsten Ökosysteme, die dieser Planet so zu bieten hat. Ja, da können wir ruhig versuchen, alle Rücksicht drauf zu nehmen, die irgendwie möglich ist. Und dann woanders pennen. Geht ja auch. Ja, wie gesagt, Bildmaterial gibt es zwischendurch immer mal wieder oder hat es jetzt gegeben. Ich bin am Ende angekommen vom ja, live eingesprochenen Teil. Es gibt sicherlich noch das eine oder andere kleine Detail, was ich noch mit Voice-Over kommentieren werde und dann hier jetzt noch ankleben. Ich sage aber an der Stelle trotzdem mal Tschüss und wir müssen auch langsam gucken, dass wir hier wieder runterkommen. Werde also noch die nächste Stunde Avenwald sehr, sehr genießen, Frau sicher auch. Und dann bis zum nächsten Mal. Also wirklich faszinierend, wer die Möglichkeit hat, hier mal herzukommen. Und wenn ihr immer schön auf den Wegen langlauft, macht ihr auch nichts kaputt. Da müsst ihr auch wirklich kein schlechtes Gewissen haben. Man kann hier auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln entsprechend, wie gesagt, hinkommen. Also so als Öko-Tour, ne? Öko in verschiedener Hinsicht ist das wirklich mal ein Reiseziel. Wenn man Wälder mag. Man muss natürlich schon auch Wälder wirklich sehr mögen, sonst ist es ein bisschen weit. Aber es ist erreichbar. Es ist erreichbar. Ich bedanke mich. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Kleiner Reisetipp am Rande: Wem die Schweiz zu teuer ist, Österreich ist nicht weit. Stimmt, das geht ja auch noch, richtig. Ja, man kann auch über Österreich, richtig. Das geht auch, Allenfalls sogar über Südtirol. Die Italiener. Jawohl. Gut, aber jetzt. Bis zum nächsten Mal.
Terror. Noch einer gespawnt, hast du gesehen? Aha.